So, herzlich willkommen zurück. Also, es ist schon echt befriedigend, ja, wenn man mal sieht, wie einfach die CPU die ganze Zeit ruhig ist, ne? Das ist hier vielleicht von der letzten Aufnahme. Einfach die ganze Zeit unter 50%. Das ist schon echt befriedigend. Wie gesagt, ich nehme jetzt auf mit 4K, 60 FPS. Und es läuft alles über Software. Ich habe keine Hardware-Capture-Karte. Ich habe keine Hardware-Enkodierung des Videos. Es läuft alles über die CPU. Und trotzdem gerade mal, wenn so wie jetzt, wenn alles still ist, halt gar nichts, aber gerade bei 10% Auslastung. Und selbst wenn ich jetzt wirklich Truck Simulator spiele, gerade mal maximal 40% Auslastung. Das ist schon echt befriedigend. Das muss man einfach mal so zugeben. Der Rechner-Upgrade hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gut, ich meine, die 128 GB, die bringen uns jetzt hier im Let's Play nicht allzu viel. Davon habe nur ich privat was. Aber trotzdem geil. Jutta, let's go. Und fortsetzen. Oh, Level 8, Digga, Level 8. Wow! Wir müssen ja Level 11 erreichen, ne? Bei Level 11 gab es den nächsten Motor oder irgendwie sowas, ne? Ja. Mal gucken, wie lange wir dafür noch brauchen. Rom nach Anaconda. Ancona. Lass uns loslegen. Die Namen denken die sich doch selbst aus, oder? So, fahren wir mal los hier. Der LKW rechts nehmen muss jetzt weg. Ups. Wow, Solaranlagen, Digga. Voll modern und alles. Fahren hier nicht so viele LKWs lang. Hier fährt ein MAN lang, dann ein Renault. Da kommt zwei Scania. Zweimal genau die gleichen. Boah, das ist meine Aussicht, Alter. Boah. Warum ist hier eine Kurve kommt? So schöne Aussicht, man kann sie nicht mal genießen. Was für Scheiße. Ich will mein Geld zurückhaben. So, da kommt ein Renault schon wieder. Also hier war noch nicht, dass jetzt so viele DAFs. Da kommt ein. Oh, Volvo. Mein Freund im Geiste. Da kommt wieder ein Renault. Nee, Mercedes. Scania, noch ein Scania wieder. Zwei Scania und ein Porsche. Was nach vorne los? Polizeikontrolle, Ihre Ausweise bitte. Guten Tag, die Fahrscheine bitte. Ja, und jetzt kommt Mr. Tunnel. Eigentlich hieß es Scheiße. Boah, Alter, die Reifen sehen schon echt krank aus. Was halt auch noch fehlt, ist so Dreck, ne? Ne? Also, was in dem Spiel fehlt, wahrscheinlich nicht ohne Grund, sind so die ganzen bösen Sachen, so die ganzen behinderten Sachen aus dem echten Leben, ja? Stau, einfach mal so random auftretende Motorfehler, und halt Dreck, so, ne? So Karosserie, dass man die ab und zu waschen muss, oder also in die Waschstraße fahren muss. Sowas fehlt halt hier, ne? Jetzt wollen wir mal, versuchen wir mal genau 30 km/h durchzufahren. Na gut, jetzt ist die Schranke eh offen. Jetzt bringt es auch nichts.
Schade eigentlich. Der blaue hier vor mir macht mich ein bisschen nervös. Was willst du mir damit sagen, dass du hier zwischen uns beiden bleibst? Hm? Wenn der vorne bremst und ich penne, bist du Matsch. Oh, da vorne kommt schon eine Abfahrt. Okay. Eine Runde Kreisverkehr. Wir verkehren im Kreis. Worauf hat er jetzt gewartet? Ist ja schon wieder Maut. Da war's hier los. Endlich ist er weg, Alter. Holy moly. Immer diese Fahrer, die mich direkt ein bisschen juckig machen, ein bisschen nervös hier. So, noch 100 Kilometer. Dann haben wir auch diese Strecke geschafft. Warum ist ja immer dieser Fahrplan offen? Das Ding brauche ich doch. Ja, haben wir wieder $9.000. Easy. Und nach dem Ding hier werden wir jetzt erstmal direkt einen Schlafplatz suchen. Denn die blaue Anzeige, die füllt sich langsam. Telefon oder was? Ja. Sehr weit links hier.
Ne? Unser Kunde wartet. Ja, wir haben noch 2 Stunden oder so, oder? Ja. Weißt du, wenn wir jetzt noch 300 Kilometer entfernt wären, dann könntest du rumschreien. Aber 30 Kilometer, also ne, 35 Kilometer, schaffen wir ja in nichts. Was ist hier los? Hier Schatten. Irgendwas am Himmel? Nö. Ein UFO. Ihr habt's gesehen. Ich sag's ja, das UFO, das hat nicht Schatten, du. Ich find's auch immer witzig, wie bei den Rückspiegeln die Schatten gar nicht berechnet werden. Guck mal jetzt hier auf den Rückspiegel. Jetzt ist alles dunkel und sobald wir aus der Höhle rausfahren, also Tunnel, bupp, wird alles mit einmal hell. Also auch das, ne, also Schatten gibt's da in dem Rückspiegel gar nicht, sondern es wird da so ganz komisch berechnet. Wenn du selber im Schatten bist, dann ist im Rückspiegel alles Schatten. Und wenn du selber nicht im Schatten bist, also im Licht bist, sag ich jetzt mal, dann ist im Rückspiegel auch überall Licht. Auch ein bisschen witzig. Ausfahrt rechts. Oh, schon wieder Maut. Alter, wie oft gibt's denn hier Maut? Siehst du, da fährst du einmal auf dem Festland und hast und schon hast du andauernd Maut. So, jetzt versuchen wir mal genau mit 30 km/h durchzufahren. Bam. Okay, also selbst mit 30 km/h ist es ganz schön knapp. Da bügelst du ja den Pony weg. Erste Ausfahrt nehmen. Haben wir welche Fragezeichen? Nö, auch nicht. Na gut. Dann ab nach Ikea. Wo zwar nicht Ikea draufsteht, was aber offensichtlich Ikea sein soll. Demnächst rechts abbiegen. Oh, Zug fahren. Yeah, mep, mep, hup, hup, drum, drum, tram, tram. Biege nach rechts ab. Biege nach rechts ab. So, der will die Scheiße nach hinten haben, sich gerade. Kommen wir hier rum? Ja, kommen wir. Hier stockert es aber auch wieder ein schön. Kann sein, dass das gebietsabhängig ist. Also jetzt nicht, wo ich bin, sondern wo wir im Spiel sind quasi. So. Bam, ausgezeichnet. Geil, sag ich dir, du. Geil. Ja, fortfahren. Wir brauchen erstmal Schlafplatz. Hallo? Fahren. Fahr doch mal. Ja, bietet sich doch hier direkt an. Können wir gleich wieder unseren LKW ein bisschen reparieren lassen? Ich meine, viel Schaden dürfte da ja nicht sein. Wir fahren los. Aber... vorbei. Ah, ja. Rechts abbiegen. Mehr oder weniger freiwillig. Biege nach rechts ab. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach links ab.
Wir sind heile angekommen. Was? Wo denn? Oh. Ups. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall reparieren. Der Lakshan, der ist ja unübersehbar, du. Da denkt man, du hast eine Reh überfahren. So, Wartung. Bitte warten. Sie waren gewartet. Reifen? Ja, cool. Fast nur die Reifen. Alles andere ist hier so Pfennigbeträge. Aber immerhin, zusammen wieder 400 Euro, ne? So schnell summieren sich die Sachen. Die Frage ist, lohnt sich das jedes Mal zu machen oder ist es damit noch wesentlich teurer? Ich lasse das mal. Ja, solange wir nicht irgendwo über 10% kommen, oder ich sage jetzt mal, also bei den Reifen ist sowieso immer wahrscheinlich Reifenabrieb, da können wir sowieso das vergessen. Und bei den anderen Sachen sollten wir nicht über 5% kommen. So. Das heißt, jetzt versuchen wir mal hier ein Nickerchen zu machen. Das ist hier natürlich schwer, aber da steht gerade kein LKW. Wir können uns also auch ein bisschen querstellen. Da fahren wir aber mal ein bisschen so rum lang. Können wir hier so schön wenden. Hoffe ich doch. Ja, hier ist frei. Fahren wir richtig schön gerade ruf. Blockieren wir den gesamten Parkplatz. Oh, schön am Rand parken. Hey, kann ich den Motor ausschalten? Ah, jetzt. So, gucken. Schön heranfahren ans Ende. Ja, das ist perfekt. So, und let's go. Okidoki. Ich dachte gerade, ich nehme die Laterne da voll mit. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir überhaupt, was wir als nächsten Auftrag machen hier. Frachtmarkt. Wir sind da und wollen nach da. Da geht's einmal zurück, da geht's auch wieder zurück. Da, oh, ab in die Schweiz. Für 23.000 Euro. Eieieiei. Wollen wir das machen? Das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da haben wir eine Menge Anfahrt. Ne? Der Startpunkt ist ein bisschen weiter weg. Und wir haben eine relativ lange Strecke, die wir insgesamt fahren. Das werden wir auf jeden Fall nicht in... Naja, vielleicht brauchen wir sogar die Folge und dann noch zwei Folgen. Mal gucken. Ja, bin ich voll dabei. Also, let's go. Fertig zum Losfahren. Biege nach rechts ab. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Momentchen mal, warte mal kurz. Hä? Jetzt hat er sich gespeichert, dass alle Lampen an sind. Dabei habe ich doch das Spiel auch zwischenzeitlich beendet. Mal speichert er sich das und mal nicht? Macht das Sinn? Eigentlich nicht. Abbiegen. Oder? Biege nach links ab. Verkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So, wieder ab durch den TÜV. Demnächst rechts abbiegen. Ja, doch. Also wenn man, ich sage jetzt mal, mit unter 30 durchfährt, dann klappt das schon einigermaßen. Aber du darfst jetzt wirklich mit maximal 30 durch, ansonsten wird einfach der Pony abrasiert. Oh, Straße frei, sehr schön.
freie Bar mit Marzipan. So, wie, oh Alter, 100 Kilometer Anfahrt. Eigentlich scheiße. Die ist ja schon weit weg. Tja, ich wünschte, wir könnten sowas hier machen. Aber das Problem ist halt, dass die Kamera halt immer nur hinter uns ist und nie vor uns ist. Ha? Das ist natürlich ein bisschen so. So, sowas. Es ist viel zu selten. Vor allem dann teilweise auch immer nur ganz bisschen vor uns. Ja, wir sehen den LKW halt einfach meistens immer nur von hinten. Schon ein bisschen deprimierend. Boah. Oder von innen. Oh, das sieht doch geil aus. Yeah. So habe ich früher immer Alarm für Cobra 11 gespielt. Oder eigentlich alle Autorennspiele, die ich früher gespielt hatte, habe ich immer mit der Ansicht gespielt. Ah ja, das war noch Zeiten. Ich meine, so viele Spiele habe ich eigentlich als Kind gar nicht gespielt. Alarm für Cobra 11, dann noch RPM-Tuning. Ja, das war es eigentlich schon. Naja, außer man geht ja San Andreas als Autorennspiel mit dazu. Aber es ist ja eher ein Missionsspiel. Ich meine, RPM-Tuning hat auch eine Mission, also eine Storyline, wenn man so will. Aber die von GTA ist natürlich schon mehr auf die Story basierend und aufs Rumgeballere. Während das bei RPM-Tuning halt doch eher um das Fahren als solches geht. Ja, und Cobra 11 hat quasi gar keine Story. Cobra 11 ist ja nur aneinander geklatschte Missionen, die mehr schlecht als recht Sinn ergeben teilweise. Nimm die Ausfahrt rechts. Das Auto hierher. Es wurde aus meinem Licht geboren. Wow. Lichtkegel voll durch den Zaun durch. Ah, das ist das hier. Nice. Natürlich wieder nach einer Mautstelle. Alter, was ist denn da für Geschlängel dahinter? Das ist ja holy moly. So, links können wir durchfahren. Sehr gut. Wir könnten eigentlich immer wieder ein paar freie Missionen machen, ne? So ein paar Schwertransporter-Dinger. Warum bleibst du jetzt hier stehen? Was ist denn los mit dir? Bin ich gerade so hart auf die Tube gedrückt? Auf die Bremse gedrückt oder was? Okay, also das ist Deal. Die Folge machen wir jetzt hier noch ein paar. Also die Mission jetzt, die jetzt kommt. Obwohl, die wird ja ein paar Folgen dauern. Ach, mal gucken. Mal gucken. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach links ab. Oh, das ist ein süßer LKW. Ja, siehst du, so eine LKW fehlen ja auch ein bisschen, ne? So eine LKW ist die, also... Das, was ich da jetzt fahre, ist ja so ein sogenannter Semi-Truck.
Und diese klassischen Trucks, also das, was man mit so einem Aufbaukasten oder sowas, sowas gibt es eigentlich auch noch nicht wirklich, oder? Oder gibt es das denn erst später? Macht ja auch keinen Sinn. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das hier ist eine Straßenführung, ey, holy moly. Mach das Tor auf! Ey, Kopf, eilig! Ja, so viel zum eilig. So, Frachtmarkt. Der Frachtmarkt ruft. Genau. Ja. So, die Fracht steht wo? Ganz hinten. Okay. Ach, da siehst du auch schon blicken. Ist das so schräg? Wer sollte das schon wieder machen? Okay. Das war sogar wesentlich zu weit. Ich dachte, dieser weiße Ding ist wesentlich näher an der Hauswand dran. Der hätte ich ja gar nicht so weit ausscheren müssen. Ah, war ja wieder klar. Wie man es macht, macht man es falsch. Wollte gerade schon wieder mit S abbremsen. Aber er ist voll gegen die Hauswand gerast. Auf geht's. Oder wir machen hier ein bisschen erstmal Pause. Ist das schon fast eine halbe Stunde? Die 2 Minuten. Aber hier können wir wenigstens Pause machen. Oder geht's raus von einem schönen Rastplatz? Nee. Gut, dann machen wir mal hier einen Rasten. Bevor ich ausrasten. So. Was? Nein. Ich wollte doch nur E drücken. Das da. So. Machen wir mal noch F6. Bop. Oh, schön. Schnell speichern. Richtig speichern. Und dann. Ja, sollte das mit der Folge auch wieder gewesen sein? Ja, ja, ja. Ben. Los, los, los. Perfekt. Gutchen. Na dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge und dann. Ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.